ich brauche schon zuerst die Idee, aber ich weiß genau, dass ich mich von der Idee irgendwann verabschieden muss, weil da muss man sich aufs Bild konzentrieren und schauen, was daraus wird. Irgendwann braucht man dann den Abstand und man muss neu nachdenken, man muss eigentlich immer neu nachdenken. Es ist wie ein Rätsel, das man löst. Es ist trotzdem jeder Strich eine Entscheidung. Man muss sich einfach trauen, man muss zu jedem Strich einfach stehen. Natürlich sind ganz viele Striche sind einfach verkehrt und völlig falsch, aber wer sagt, was falsch ist? Und wenn dieses Bild jetzt zu mir sagt, wie dass da jetzt eine quere Linie darunter geht, obwohl es komplett verkehrt ist, dann muss ich das einfach machen. Das Bild verlangt das, das Bild braucht das. Und das Bild braucht manchmal eine freie Fläche. Es geht ja nicht nur um den Strich, den ich mache, sondern auch um den Strich, den ich nicht mache. Ich denke an alles Mögliche. Ich denke an alles oder manchmal auch an gar nichts. Das ist irgendwie alles und nichts. Die Zeit vergeht auch ganz merkwürdig. Ich fahre immer in so ein Zeitloch rein. Das ist. Ich habe kein Gefühl für Minuten oder Stunden. Ich merke halt, irgendwann ist der Tag vorbei oder irgendwann ist es dunkel. Bei diesen großen Zeichnungen, da bin ich selber auch neugierig, was das dann wird. Manchmal wundere ich mich so, ey, wow, interessant. Irgendwann sagt das Bild dann auch, hallo, ich bin ein Turm, ich bin ein Gesicht, ich bin irgendwas. Ich habe immer Porträts gezeichnet und irgendwann ist es mit den Porträts schwierig geworden, weil sie immer die Frage gestellt hat, wer das ist, ob man den kennt. Es war eigentlich immer egal, es ist immer ein Ausdruck gegangen, ein Gesichtsausdruck so. Und irgendwann haben sie dann diese Gesichter in Dinge verwandelt. Und ich habe mir gedacht, es ist viel einfacher, ein Porträt vor einem Ding zu machen. In Wirklichkeit hat ein Gegenstand genau denselben Ausdruck, Gesichtsausdruck wie ein Mensch. Und das, was die Häuser erzählen mit dem ganzen Verfallen, das sind auch wie die Falten in einem Gesicht. Auch wenn jetzt ein Motiv hübscher für mich wäre, wie der Ozean, aber ich habe ja keinen Bezug dazu. Ich bin halt aus dem Waldviertel, da gibt es halt kein Meer. Also das wäre absurd, den Bezug herzustellen. Man muss einmal sich auf ein Bild einstellen und man muss einmal mit einem Bild Leben kennen, bis man es irgendwann beginnt zu begreifen. Man kann halt irgendwie ein Bild sich kurz anschauen und dann weitergehen. Die Fragen tauchen erst auf, wenn man mit so einem Bild lebt. Ja.